Deutschland zahlt gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den EU-Haushalt ein. Eine gute Investition, auch für Deutschland. Einen Teil des Geldes bekommen wir direkt zurück, als Fördermittel zum Beispiel für unsere Landwirtschaft oder den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Oder für Städte wie Dresden, die mit dem Geld in klimafreundliche Elektrobusse investieren. Mit einem weiteren Teil des Geldes fördert die EU Regionen in anderen EU-Ländern. Davon profitiert Deutschland auch. Denn deutsche Unternehmen verkaufen fast 2/3 ihrer Produkte im europäischen Binnenmarkt. Und wenn unsere Nachbarländer ihre Fördergelder in den Schutz von Umwelt und Klima stecken, sorgt das auch bei uns für saubere Luft. Das Geld aus dem EU-Haushalt fließt aber nicht nur in einzelne Mitgliedstaaten. Wir legen zusammen für Projekte, bei denen die Mitgliedstaaten allein wenig, gemeinsam jedoch viel erreichen können. Die EU hat zum Beispiel das weltweit finanzstärkste Förderprogramm für Forschung, auch um die Corona-Impfstoffentwicklung voranzubringen. Und in der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Europäische Union 26 afrikanische Länder dabei, Lebenschancen vor Ort zu verbessern und auch Fluchtursachen zu verringern. Nicht zuletzt bietet die Europäische Union uns allen, dank einer starken Gemeinschaft, ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit. Ein Wert, der sich mit Geld allein nicht aufrechnen lässt. Die EU – eine gute Investition für uns alle.